This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Da sind sie. Jetzt mal ihr Bein. Liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, ich bin mal wieder unterwegs, Hunderunde. Ursprünglich hatte ich ja vorgehabt, dass ich euch ein bisschen teilhaben lasse an der Ausbildung meines Hundes, an Bodo. Aber, ja, das war alles ein bisschen doof. Ich hatte wenig Zeit. Wenn du dann Zeit hast, dann kümmerst du dich um die Hundeausbildung. Das ist ein sehr intensives Thema. Und, das ist ein sehr intensives Thema und folglich konzentriere ich mich dann lieber auf eine Sache, als dass ich da, weil da muss man voll dabei sein, Konzentration, wie jetzt auch da vorne ein Hund ist, muss ich immer im Ran holen. Bodo! Bodo! Komm, hopp, hopp, hopp. Das geht aber schneller. Kommst du her? Kannst wieder nicht hören, ne? Komm her! Und sitz. Mach sitz. Hast gerade keinen Bock auf Sitzen, ne? So, Halsung und los. Fuß. Ja, Konzentration auf Hundeausbildung. Ja, der Hund ist jetzt ungefähr so weit. Doppelpfiff, Einfachpfiff, Richtungswechsel. Was kann er noch? Ablegen, sitzen, also der Grundgehorsam. Fußlaufen. Ohne Halsung Fußlaufen. Ja, da sind wir gerade so bei, die Standarddinger, und jetzt kommt so langsam Apportieren mit rein und, also da sind wir bei. Aber das ist heute nicht das Thema. Ich möchte gerne mit euch über Leichtgewichtsausrüstung reden. Leichtgewichtsausrüstung im Outdoor-Bereich. Mir ist aufgefallen, der Wahn, dass viele Leute im Moment förmlich so einen ultra-ultra-leichten Wahn haben. Da rennen Menschen los, es ist ja auch geil, wenn du nicht viel schleppen musst, die sich in Bereichen vorwagen und auf einmal muss das so leicht sein wie nur was. Da laufen die mit Luftmatratzen los für 250 Euro und dann siehst du nur andauernd, ja, das taucht alles nichts, es geht so schnell kaputt. Ja, oh Wunder. Wie kann das denn angehen, dass sowas schnell kaputt geht? Das ist ja echt phänomenal. Ich entdecke das im Moment immer öfter, dass die Leute... Na, Bodo, Fuß laufen, komm her. Dass die Leute so... Vorher, erst waren sie mit schwerstem Gerät unterwegs. Armeeausrüstung. Dackelgaragen aus Baumwolle, dann die schweren Bundeswehrschlafsäcke, dazu irgendeine Elefantenhaut und noch ein Gore-Tex, Biwaksack und. Und auf einmal gucken sich da ein bisschen heiß, glaube ich, bei YouTube und so weiter. Und auf einmal muss es dann so leicht sein wie nur was. Das geht dann nicht mehr leichter. Und die Leute sind förmlich in so einem Modus, wo du denkst so, ey, Leute, was macht ihr überhaupt, dass ihr so High-End-Equipment braucht? Ja, das High-End-Equipment ist natürlich geil und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch recht viel von, aber ich gehe auch gerne los mit so einem Mix, so ein intelligenter Mix, und auf einmal höre ich dann Leute, das ist recht witzig, dann wollen die beraten werden. Vorher hatten sie einen 2,5 Kilo Schlafsack und jetzt auf einmal sind 500 Gramm noch zu viel und wollen beraten werden, wie das denn noch besser ginge. Auf einmal
ich wundere mich über das Gesamtverständnis zum Thema Ultralight und wo was herkommt. Da merkt man, dass die Leute überhaupt kein Feeling haben, keine Relation und einfach nur irgendwie handeln. Das wundert mich. Letztens sollte ich jemanden beraten zum Thema Schlafsack. Er sagte mir dann, ja, für den Winter. Und dann wollte er einen 300 Gramm Daunenschlafsack von Cumulus, so ein Lightline 300. Und das wäre ja jetzt das Winter-Equipment. Und dann habe ich mir gedacht so, wie kommen die Leute? Was ist bei denen los? Vorher latschen die mit 200 und 2,5 Kilo los. Und auf einmal soll der Schlafsack nur 500 Gramm wiegen. Vielleicht 600 ist schon zu viel. 700 kriegt man das kalte Kotzen. Aber im Kopf ist, der soll einen warm halten und im Winter. Jetzt kann man sich ja mal überlegen, wie soll denn sowas im Winter warm halten? Da hat man, wenn der Schlafsack, sagen wir mal, 700 Gramm wiegt, hat der Schlafsack, sagen wir mal, wenn man jetzt für die Hülle eines Schlafsackes, so sie denn sehr leicht ist, einfach 300, 400 Gramm abzieht mit Reißverschluss und allem drum und dran. Wenn man das zusammenrechnet, dann hat man 300 Gramm Daune. 250 Gramm Daune reichen gerade. Ich muss mal im Hund rufen. 300 bis 250 Gramm Daune reichen gerade, um einen Körper so zu umfleuchen, dass man das warm hat. Einigermaßen warm bei moderaten Temperaturen. Wenn das dann kälter wird, das ist dann so eher Sommer, leichte, kühlere Temperaturen. Wenn das denn kälter wird und auch ein bisschen Feuchtigkeit und Daune zum Beispiel neigt ja dazu, den Loft zu verlieren, wenn also die höhere Luftfeuchtigkeit, dann zieht sich, dann bauscht die Daune nicht so auf, weil da ein bisschen Feuchtigkeit in der Luft ist, dann hat man schnell auch mal eben so 10-20% Loftverlust durch die Umgebungsfeuchte in der Luft. Ja, nun sollst du, hast du denn da irgendwie mal gerade sowas um dich herum und dann wollen die Leute damit im Winter schlafen. Winterschlafsack geht man eigentlich von aus, so 700 Gramm, 800 Gramm, 900 Gramm Daune, da fängt das Spaß so an, wo die Dinger dann auch richtig für kalte Temperaturen behaglich funktionieren, wo ein Schlafsack so angenehm warm wird im Winter, dass man sagt, man liegt da drin wie zu Hause. Das heißt also, die leichtesten Schlafsäcke, gehen wir mal einfach mal so aus von so einem Western Mountaineering Antelope GWS oder so jetzt das Neueste, was so auf dem Markt ist, technisch gesehen wie der Expert neuer Waterblock Pro, minus 16, minus 15, minus 16, wie der heißt. Da haben wir 1350 Gramm. Das ist ultra leicht. Aber das hält einen warm bei minus 10 Grad. Ja, jetzt ist das, ich wundere mich da sehr drüber, über dieses ganze, da gehen Leute, und das siehst du gerade in der Bushcrafter-Szene, wo wirklich die wenigsten wirklich Wanderungen machen. Da gehen die meisten zum Fressen in den Wald. Die stellen ihr Auto ab, schleppen. Wenn das 5 Kilometer zu dem Lagerplatz sind, ist das ja viel. Dann gehen die 5 Kilometer und dafür wollen die dann ultraleichtes Gerödel haben. Also da reicht ja eine Wolldecke, das ist ja alles viel einfacher. Und da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Dann werden Titanpötte geholt und dies und die. Die stampfen dann 200, 300, 400, 500 Meter mit Titantopf. Ist natürlich auch ein bisschen Klischee. Ich will jetzt nicht, versteht das nicht falsch, denn es gibt auch andere, es gibt auch ernsthafte Wanderer unter den Bushcraftern, die viel draußen sind, die das machen. Aber das Gros der Leute, die ziehen das komplett durch. Die haben eine Materialschlacht der ersten Güte. Ich muss meinem Hund rufen. Und da wunderst du dich, was da los ist. Da kommt er. Bodo, hierher. Da ist er. Schön ablegen. Sitz. Ablegen. Ab. So ist fein. So, jetzt ist er hier, der Bastard. Ja, denn abgesägte Titangabeln und alles ultraleicht, ultraleichte Huckepack, Laufbursche
Pajam oder was es da gibt oder Pajak, Rucksäcke und dann noch eine abgeschnittene Isomatte und hast nicht gesehen. Und das Ganze, um sich dann den Rucksack mit Fressalien vollzufüllen, und dann sitzen die Leute dann hier, so wie ich, auf dem Baumstamm und erzählen dir, wie leicht und wie schön und wie toll. Ja, da ist im Moment weiß ich auch nicht, das ist echt witzig, wie strange das manchmal wirkt. Ich selber gehe gern so mit so einem Mix raus, also wie habe ich ja eben schon erzählt. Ich nehme zum Beispiel auch einen Baumwoll-Tipi mit. Also ich habe von Chum dieses 2P-Tipi, das steht bei mir auch gerade, das könnt ihr oben, mache ich mal einen Link rein, da hatte ich gerade ein Review gemacht mit dem Chum auch dabei. Das passt super gut, das sind etwas über 2 Kilo, das ultraleichte 2P, ich glaube Soswa ist das. Und ich habe das, dann habe ich auch eine leichtere Isomatte mit und einen schönen Daunenschlafsack, aber da kommt es mir gar nicht auf den ultraleichtesten Daunenschlafsack an, sondern einen, der warm ist und angebracht zu der passenden Jahreszeit. Also wenn ich weiß, es kann 0 Grad werden, nehme ich gern einen mit, der auch minus 5, minus 8 Grad kann. Und letztens sind wir losgelaufen, da waren wir bei die ganze Zeit über 0 und hatten am Ende minus 8. Also da sieht man mal, wer die Spanne ist. Und da hat man sich auch dann in diesem Schlafsack richtig reingemuckelt, alles zugemacht. Und ja, aber wir waren da auch richtig wandern, haben da Kilometer gemacht. Und ich habe dann auf, dann hatten wir auch eine vernünftige Pfanne mit und haben uns ein Steak gebraten. Ja, wir wollen ja auch Spaß haben und das Draußensein ist ja auch Entspannung und das Köcheln gehört dazu, abends als Belohnung. Und man nimmt Sachen mit, aber diesen, ich kann das nicht verstehen, weil es auf einmal normale Leute, ganz so normalos wie ich, die nichts Dickes mehr machen. Ich bin ja auch älter. Im Moment geht's, ist es so bei mir, ich habe gerade eine Neuroborreliose, mir geht es richtig scheiße. Wenn ich dann wiederkomme von der Hunderunde, dann krieche ich wie so ein alter Mann. Daher habe ich dieses letzte halbe Jahr, mich arg zurückgehalten mit Outdoor-Aktivitäten, weil ich einfach nicht gut kann, auch mit Jagd und allem. Bodo, aus! Ablegen! Ablegen! Hey! Rechtsack, ablegen! Los, komm her! Ablegen! Oh, der hört wieder nicht. Ja, da habe ich mich arg zurückgehalten, weil man einfach körperlich bin ich im Moment nicht so gut beieinander. Aber im Endeffekt ist es doch so, wenn du irgendwann so über 50 bist und immer Outdoor gemacht hast, du hast alles Extreme, alle schönen Sachen, alles hast du schon erlebt. Ja, du musst dich nicht mehr kitzeln da drin. Da gibt es so viele, die dann dir dann immer erzählen wollen, auch in den Kommis, was ich denn jetzt wieder, ich müsste mal dies machen, müsste mal das machen. Nee, brauche ich nicht mehr, habe ich schon alles gemacht. Ich habe schon, ich war früher, als ich jung war, mit meinen Piepsis immer auf Ibiza, habe die heftigsten Partys gefeiert bei Michael Kromer, MCM-Taschen und sonst was. Ich habe alles schon gemacht, alles gesehen. Ich habe grüne Kotze, blaue Kotze und sonst was schon gesehen. Und das verstehen viele nicht. Und das ist bei vielen Älteren. Und da sehe ich aber jetzt gerade diesen Leichtgewichtswahn, wo ich dann denke, ja, ich habe auch mit der Bandscheibe und über 20 Kilo schleppe ich nicht mehr gern. Aber das hat natürlich auch einen Grund. Aber dass die dann losgehen mit so ultraleicht Kubenfiber, Tabs und Firlefanz, das ist zwar macht zwar Spaß, die Ausrüstung, aber ich kann das echt, da wundere ich mich, wieso das gerade so weitergeht. Das ist eher so eine Gierlangeweile, dass man überhaupt sein meinetwegen damit ja, das ist ein bisschen Jäger und Sammler sein bei den Älteren, auch bei den was du so siehst, was die Bushcrafter, die ich so kenne, wo die dann auch so richtig durchfeuern. Andersrum habe ich immer kein Verständnis für Leute, die das schon, wo ich dann sehe, dass sie eigentlich Profis sind, angeblich sein sollen. Und da werde ich nochmal ein Video zu machen. Hier Sprichwort Thomas Gast und Ausrüstung. Ist Profi bei der Fremdenlegion gewesen und da wundere ich mich, dass er selber so einen schlechten Ansatz als Profi zur Outdoor-Ausrüstung hat. Und da wollte ich gerne nochmal drauf eingehen und nochmal ein Video machen bezüglich Thomas Gast. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr da Interesse dran habt, weil da sind Diskrepanzen, die für einen Profi nicht zusammenpassen. Das ist der andere Punkt. Da ist er manchmal so El Chipo unterwegs, dass das nicht angehen kann.
Und da wundere ich mich dann. Aber so bei uns, bei diesen ganzen alten Säcken, die ich so sehe, die hier so in so einem Wald hier rumtouren und sich da Lager bauen, da hinten ist gerade wieder, seht ihr da hinten, ist so eine Hütte. Und wenn man das dann sieht, jo, ultra leicht. Schreibt mal bitte in die Kommis rein, was haltet ihr davon? Ich werde jetzt mit den beiden Fellnasen hier die Runde schön weiterlaufen, das wird gut. Ansonsten, ab heute Silvester, ich werde das gleich noch hochpumpen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich möchte mich auch auf diesen Sinne hier vielmals bei euch, bei meiner Community, bei meinen Viewern bedanken, dass ihr mir so den Ball gehalten habt, dass ihr dabei wart, dass ich so viele nette Kommentare erlebe, dass ich so eine tolle Sache habe. Mein persönliches Highlight in diesem Jahr war wirklich die Charity-Aktion, die mich sehr, sehr berührt hat, was ihr da gemacht habt mit in Bezug auf Lasse. Ja, von Lasse hat immer noch nicht die zweite Verhandlung gehabt, nochmal eben so zur Info. Von daher hält sich Lasse immer noch bedeckt, was ich auch verstehen kann, was jeder verstehen sollte, weil ich würde mich erst melden, wenn der ganze Drops gelutscht ist. Und das ist auch bei ihm das Thema, das ihn das auch sehr eingenommen hat. Ja, das dazu, aber das war so der Punkt, absolutes Highlight für mich bei YouTube und mit euch. Und da möchte ich nochmal sagen, ihr seid spitze und ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein frohes neues kommendes Jahr und möge das Jahr viel besser verlaufen und mögen unsere wirren Leute da oben wieder zur Vernunft kommen. Denkt dran, ja, wieder zu Verstand. Alles klar, bis dann, tschüss. Bodo, hopp, hopp! Ja, fein! Ja, fein, Schnubi! Und sitz! Und ablegen! Ablegen! Ja, fein gemacht! Ganz feine Maus! So, und voran! This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.